Dann freut es mich, den Carsten Posowski einzuführen. Ich habe ja seinerzeit in Ulm studiert und er hat in Ulm ganz lang gearbeitet. Insofern verbindet uns auch was, das haben wir gemeinsam festgestellt, im Schwäbischen. Wenn man uns also als Schwaben bezeichnet, ist man völlig zu Recht, macht man das zu Recht. Und er ist der Leiter der Kindergastroenterologie am Kinderspital. Und ich darf dich ganz herzlich bitten, uns jetzt eben deinen Blick auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen im Kindes- und Jugendalter zu geben. Ja, vielen Dank, Gerhard, für die einleitenden Worte und die Erinnerung an Ulm. Es freut mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, aus meiner Sicht eines meiner Lieblingsthemen, Steckenpferden der chronisch entzündlichen Darmerkrankung bei Kindern zu sprechen. Hier sehen Sie eine Abbildung aus der ZDF-Serie Dr. Klein. In der Mitte sehen Sie Christine Urspruch. Sie ist 1,32 m, ist erwachsen neben all den Kindern. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Selbst ein Erwachsener mit 1,32 m ist nicht physiologisch ein Kind mit 1,32 m. Da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Wir haben gerade schon ein bisschen auch was von der Psyche gehört. Hormone und Wachstum spielt da eine Rolle. Und deswegen werde ich so ein bisschen in meinem Vortrag über all diese Aspekte, die die kindliche chronisch entzündliche Darmerkrankung ausmachen, sprechen. Was meinen Sie, wie viele Menschen im Kindesalter ihre Diagnose der chronisch entzündlichen Darmerkrankung bekommen? Gibt es verschiedene Zahlen, aber eine Zahl, die immer wieder zitiert wird, ist ungefähr ein Viertel haben ihren Krankheitsbeginn im Kindesalter. Ob die Diagnose schon gestellt wird im Kindesalter, ist manchmal nicht der Fall, weil es doch mal bei manchen verzögert ist. Aber das ist relevant und wahrscheinlich viele von Ihnen, die jetzt zuhören, die können sich daran erinnern und sind auch als Kinder oder Jugendliche betroffen gewesen. Herr Rogler hat schon die Zahlen genannt. Also es ist immer noch häufig. Wir haben in den deutschsprachigen Ländern Österreich und Deutschland ein Register, neben dem Schweizer Register, das es auch gibt, das Swiss-IBD-Kohort. Ich bin jetzt aus Deutschland hierher gekommen, habe noch Folien aus dem Register, bei dem ich aktiv mitgearbeitet habe. Und die Folie wollte ich Ihnen zeigen, weil sie zeigt das Alter der Patienten bei Erstdiagnosen. Und Sie sehen hier unten die Jahre aufgetragen und die Häufigkeit, also die Anzahl der Patienten, die da gemeldet wurden, in Blau mit Morbus Crohn, in Grün mit Colitis ulcerosa. Und wenn man es nicht klassifizieren kann, dann spricht man von nicht klassifizierbaren Fällen. Und Sie sehen, dass in den ersten 6 Jahren auch schon Fälle auftreten bei Kindern, die nennt man dann frühkindliche Crohn- oder Colitis-Fälle oder very early onset aus dem Englischen. Und bis zu 10 Jahren spricht man immer noch von einem Early Onset. Das sind weniger Fälle, wie Sie sehen. Das nimmt dann stark zu. Und hier in unserem Register nimmt es dann ab, weil teilweise man nur bis 16 Kinder behandeln darf in Deutschland. Dann gehen die auch zu den Internisten, sodass im Register dann da hinten raus nicht mehr so viel gemeldet ist. Aber das war jetzt, glaube ich, eine wichtige Information für Sie, dass es gibt, hauptsächlich wird es im Teenageralter quasi diagnostiziert, aber es gibt Fälle, die auch viel früher auftreten und da werde ich auch nochmal drauf kommen. Weil das spielt eine Rolle auch für die Pathogenese. Das heißt, wie entsteht eine Krankheit? Da kennen Sie wahrscheinlich viele dieser Krankheitstheorien, die alle ihre Berechtigung haben. Einerseits betrachtet man Umwelteinflüsse und da spielt die Hygiene eine Rolle und Infektionen. Und da geht es auch schon über dann zur Darmbarriere, die dann vielleicht gestört ist und deswegen es zu einer verstärkten Immunreaktion kommt und dann zu einer gestörten Immunregulation, sodass man auch von einer Immundysregulation spricht als Mechanismus für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und dann gibt es eine genetische
Komponente Prädisposition, das heißt, dass man genetische Veränderungen hat, die eher auch quasi das Ausbrechen begünstigen. Und dann gibt es noch sozusagen genetische Veränderungen, die zum Immundefekt führen. Das heißt, das Immunsystem funktioniert bei den Menschen dann nicht korrekt und es kann dann auch zu einer Entzündung führen. Also all diese Theorien haben verschiedene Hintergründe und haben ihre Berechtigung und treffen natürlich nicht für alle zu. Jeder Mensch ist individuell und hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen quasi seine eigene Veränderung, die letztendlich dazu führt, dass das Ganze in Gang kommt. Und ganz zentral weiß man mittlerweile auch, spielt auch das Mikrobiom eine Rolle. Deswegen habe ich das da so in die Mitte gesetzt in dieser Abbildung. Ich will hier als Unterschied noch auf die Veränderungen im Erbgut kommen. Und zwar an diesem Schaubild möchte ich die Frage aufwerfen, ob die kindlichen Crohn- und Colitis-Erkrankungen die gleichen sind wie im Erwachsenen. Und Sie können sich schon vorstellen, dass da ein Unterschied gibt, wenn man nämlich sehr, sehr jung ist, wie bei diesen Very Early Onset-Patienten. Also dann ist ja der Einfluss der Umwelt noch gar nicht groß und das Mikrobiom entsteht erst. Also da spielt das womöglich gar keine große Rolle. Und da in Lila gezeigt, sehen Sie, dass in den ersten Jahren scheint ja dann die genetische Veranlagung ein ganz großer Faktor zu sein. Und das und genetische Veränderungen vielleicht, die in dem Immunsystem das spezifische Abwehr und unspezifische Abwehr macht, vielleicht viel dominanter sind. Und vielleicht sind es ganz andere als Menschen, die jetzt später durch Umweltfaktoren erkranken. Und da spielt vielleicht die genetische Ausstattung weniger eine Rolle. Man hat, nachdem man ein Gen identifiziert hat, um das Jahr 2000, das NOD2-Gen, sich da intensiv mit beschäftigt und viel, viel Screening-Untersuchungen gemacht, aber man hat die immer an den erwachsenen Populationen gemacht und die Kinder quasi dabei nicht berücksichtigt. Und was wir in der Vergangenheit jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, ist immer mehr auch die frühkindlichen Fälle anzugucken und da finden wir natürlich auch immer wieder Veränderungen, die wirklich zu Stoffwechselerkrankungen, die zu Entzündung führen, zu immunregulatorischen Erkrankungen, die zu Entzündung führen. Also da haben wir eine ganze Reihe an Erkrankungen gefunden. Es sind mittlerweile so 80 bis 100, die da beschrieben wurden. Und das finde ich sehr spannend. Also da gibt es tatsächlich auch in dieser Gruppe der ganz frühkindlichen Erkrankungen genetische Veränderungen. Das müssen wir als Kinderärzte berücksichtigen. Ja, die Symptome sind eigentlich wie bei den Erwachsenen, je nachdem, welcher Bereich beim Morbus Crohn betroffen ist, wenn die Speiseröhre betroffen ist mit Schluckbeschwerden und so weiter, bis zum Enddarm, wenn es auch mal dazu Problemen kommt mit der Stuhlausscheidung. Aber was mir wichtig ist hier in der Mitte beim Dünndarmbefall, ist das Untergewicht und die Wachstumsstörung, weil das was Spezifisches ist bei Kindern. Das bedeutet auch, dass wir bei der Untersuchung von den Kindern, wenn wir die Untersuchung von Kopf bis Fuß immer auf die Körpergröße, das Gewicht und die Pubertätsstadien achten. Und jetzt sehen Sie hier ein Bild von einem Jugendlichen. Sie sehen schon, wie schlecht ernährt er ist. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich, da gibt es immer so diese Wachstumskurven, die wir dann, wo wir dann eintragen, wo der Patient liegt. Der erste Punkt, das ist, wo er 10 Jahre war mit der Länge. Und dann sehen Sie quasi, wo er 14 war, bis dahin ist er kaum gewachsen. Und auch beim Gewicht hat er vom 10. bis 14. Lebensjahr eher sein Gewicht nicht zugenommen. Und er hat einen Morbus Crohn und man hat relativ lange quasi die Diagnose nicht erkannt. Deswegen versuchen wir immer, dass die Kinderärzte darin zu bestärken, dass wenn jemand nicht wächst und nicht Gewicht zunimmt oder abnimmt, dass man da auch an eine chronische Erkrankung, zum Beispiel an Morbus Crohn, denken muss. Und die Ursachen für die Wachstumsverzögerung sind aus meiner Sicht vor allem die Entzündungsbotenstoffe, die ausgeschüttet werden und das quasi Knochenwachstum hemmen. Zusätzlich haben wir natürlich das Problem, dass
bei einer Dünndarmbeteiligung auch es zu einer Mangelernährung kommt, an Protein und Eiweiße werden nicht so gut aufgenommen. Es kann aber sein, weil wenn der Darm krank ist, dass man auch wenig Appetit hat und wenig aufnimmt oder man verliert viel durch Durchfälle. Und es kann auch zu Mangel von Mikronährstoffen kommen. Das Ganze wird begleitet auch durch die Pubertät, die nicht in Gang kommt und dadurch die Hormone, die fehlen, auch um das Wachstum anzuschieben. Und medikamentös können wir natürlich das auch negativ beeinflussen, wenn wir den Kindern viel Cortison geben. Das haben wir früher gemacht, wo es noch keine anderen Medikamente gab. Die Diagnostik bei den Kindern sieht so aus wie bei den Erwachsenen. Man nimmt Blut, man macht Stuhluntersuchungen, schließt Infektionen aus, guckt nach der Entzündung mittels Calprotectin zum Beispiel. Man macht die Endoskopie, guckt auch den Dünndarm an, ob im Dünndarm irgendein Befall ist, um dann entsprechend die Therapie auszuwählen, die für das Alter gut ist. Bei der Therapie der Kinder und Jugendlichen gibt es ein großes Problem. Aber vorher muss ich noch was anderes sagen, weil wir das gerade in der Leitlinie verankert haben. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass auch in der Leitlinie in Deutschland am WMF drinsteht, dass die Kinder vor allem vom Kindergastroenterologen betreut werden sollen, dass Jugendliche gemeinsam mit Erwachsenengastroenterologen diagnostiziert und betreut werden sollen. Da komme ich auch gleich drauf, warum das aus meiner Sicht so wichtig ist. Die Kinder haben nämlich verschiedene Risikofaktoren, die zu einem komplizierten und schweren Verlauf führen können. Das ist ihr Alter, dann auch der Schweregrad und Befall dieser Erkrankung in diesem Alter mit den Komplikationen und eben den Störungen des Wachstums und der Ernährung, dann mit der Verzögerung der Pubertätsentwicklung und dann psychischen Probleme, die auch dazu kommen, und dann geht es über in die Erwachsenenmedizin, und dafür müssen Sie auch parat sein. Da zeige ich Ihnen auch noch eine Folie. Hier dieses Bild, hier müssen Sie nicht im Detail lesen, sondern Sie sehen einfach, hier gibt es Studien bei Kindern zu Budenosid, Sixmercaptum, Purin, Adalimumab und Infliximab, und es sind quasi nicht viele anderen Studien, weil wir haben das Problem im Kindes- und Jugendalter, dass Arzneimittelstudien fehlen und dass wir viele Medikamente, die mittlerweile zugelassen sind, nur außerhalb der Alterszulassung benutzen dürfen, indem wir jeweils bei der Krankenkasse eine Kostenzusage beantragen müssen. Das ist sehr lästig. Es dauert teilweise über 10 Jahre, bis ein Medikament, das für Erwachsene zugelassen ist, für Kinder zugelassen wird. Und dann sieht es auch so aus am Ende des Tages, dass wir kaum Medikamente haben, die zugelassen sind für Kinder. Also das, was rot hier dargestellt ist, was wir einsetzen, hat überhaupt gar keine Zulassung. Bei 6-Mercaptopurin ist es jetzt so, dass man, habe ich jetzt letzte Woche gelernt, dass das jetzt eine erweiterte Zulassung für Kinder hat, für die Anwendung. Aber das ist ja jetzt kein Medikament der neueren Zeit, die wir eigentlich brauchen. Wie sieht es also aus? Wir müssen am Anfang eine Remission erreichen und dann die Remission erhalten. Was machen wir bei den Kindern? Wir geben eine Ernährungstherapie bei Morbus Crohn und können sonst Steroide und Biologika geben oder operieren. Zur Remissionserhaltung haben wir Immunmodulatoren, die habe ich gerade schon gezeigt, wie Azathion, Pirin oder MTX. Dann haben wir noch die Biologika, die Anti-TNF-Alpha-Antikörper, andere gibt es nicht, weil nicht zugelassen. Und vielleicht sonst noch off-label auch Calcineurin-Inhibitoren für die Anwendung. Deswegen sind wir natürlich immer froh, wenn wir irgendwas haben, was wirksam ist und vielleicht nicht Cortison ist. Und da ist die exklusive Ernährungstherapie bei der Remissionsinduktion ein ganz wichtiger Baustein. Das sind Trink- und Sondennahrungen, die wir einsetzen, die werden über dem normalen Empfehlungen 120-150% des Tagesbedarfs erhalten die Kinder. Ausschließlich nur dieses als Sondennahrung. Ich sage immer, ihr seid jetzt Astronauten und geht 6 bis 8 Wochen auf den Mond, und das ist eure Nahrung. Die ist tatsächlich entwickelt worden. Im Rahmen der NASA-Projekte wurde diese Sondennahrung, wurden die auch entwickelt. Und die kann man entweder trinken und wenn das nicht geht, auch über eine Magensonde verabreichen. Nach 2 Wochen schaut man, ob das einen Effekt hat. Man sieht da schon deutliche Effekte, antientzündliche Effekte, wie bei einer Cortisonbehandlung geht das CRP runter. Und dann behandelt man da bis zu 8 Wochen.
und reduziert dann und schleicht aus und hat dann hoffentlich erstmal eine Remission erreicht und kann die dann erhalten. Also es sind elementare Peptidnahrung, mindestens 6 Wochen muss die genommen werden. Das ist natürlich schwierig für die Jugendlichen und Kinder, die Akzeptanz ist da nicht sehr groß. Wir müssen sie immer bei der Stange halten und motivieren. Aber sie hat keine Nebenwirkungen. Wir können die Remission induzieren wie mit Cortison und wir haben eine bessere Langzeitremission als mit Cortison. Der Verlauf der Erkrankung, das hatte ich schon angedeutet, im Kindesalter haben wir häufiger und heftigere Schübe. Wir haben dann auch vor allem bei den jungen Kindern, das ist ein Risikofaktor für schwere Verläufe. Und wenn man so sich das anguckt, das ist eine alte Arbeit von Melanie Griffiths, die gezeigt hat, dass so ein Drittel leicht sind, ein Drittel mittelschwer und ein Drittel schwere Verläufe haben. Und da haben wir dann viele auch die komplexe Verläufe haben, 16% und manche, die operiert werden müssen. Ja, was ist das Therapieziel bei all diesen Behandlungen? Wir wollen natürlich diesen Verlauf ändern und wir glauben, dass wir dazu eine histologische Remission brauchen, dass die Mucosa geheilt ist. Das ist und dass wir kein Cortison haben, das ist für uns Ärzte ganz, ganz wichtig und das haben wir das ist genauso wie bei den Erwachsenen. Was ist beim Patienten der Fall? Der Patient freut sich, wenn er keine Symptome hat und wenn es ihm klinisch gut geht und der lässt sich dann von mir vielleicht nicht so gut überzeugen, dass er noch mehr machen muss und oder die Eltern noch mehr Therapie, wenn ich sage, das ist noch nicht gut. Zur Chirurgie, einen kleinen Exkurs noch. Natürlich gibt es auch im Kindesalter Stenosenstrukturen und Abszesse und Komplikationen und Fisteln, die operativ versorgt werden müssen. Hier oben links sehen Sie so eine Darstellung, wo man Kontrastmittel in den Dickdarm gegeben hat. Und da sehen Sie, dass das Kontrastmittel dann, also der Darm ist dann hier weiter und dann wird er eng und wieder weit. Und das Bild aus der Endoskopie sehen Sie, wie da der Darm eigentlich ganz gesund ausschaut. Da ist also keine Entzündung mehr, aber das ist dann narbig eng und das muss man dann quasi entfernen. Und dann geht es meistens auch viel besser. Und hier habe ich Ihnen mal so ein Beispiel, wie wir früher behandelt haben, einen Patienten nach Jahrgang 72, also knapp mein Jahrgang. Und da sehen Sie, dass wir früher halt Cortison gegeben haben, haben die zwar ein Gewicht zugenommen, sind aber nicht gewachsen. Und dann haben wir sie irgendwann operiert, also wenn es ein Iliozykalbefall war und dann konnte man damit auch wieder das Wachstum erreichen. Und heutzutage haben wir zumindest zugelassen, das Infliximab als TNF-Alpha-Blocker. Und da sehen wir dann auch tolle Verläufe, wo dann das Gewicht zunimmt und auch die Kinder anfangen wieder zu wachsen. Also das Ziel für das Kind ist immer eigentlich, dass sie wachsen und groß werden, so groß wie ihre Freunde und Freundinnen. Also Chirurgie brauchen wir trotz medikamentöser Option weiterhin. Und teilweise können wir damit erheblich auch die Lebensqualität verbessern. Nur ein Satz zur Impfung. Bitte denken Sie alle, auch Sie selbst, dass Sie geimpft sein sollten. Die Immunsuppression führt immer wieder auch zu einer eingeschränkten Immunabwehr und deswegen sollte man geimpft sein und da bin ich ein großer Verfechter für. Ich habe auch in meinem Vortrag ein paar psychosoziale Aspekte eingebaut, durch die ich Sie gern führen möchte. Ein bisschen anderer Blick von meiner Seite hier, die mehr so aus diesem Bild der körperlichen Unversehrtheit in dem Sinne, dass wenn ein Kind quasi nicht wächst und nicht pubertiert, das fällt auf, das ist quasi gegenüber den anderen Kindern ein ganz großer Makel und das stört das Selbstbild und Selbstwertgefühl und deswegen kommt es da häufig auch dann zum Rückzug und zu Depressionen und das denke ich, wir müssen die Kinder gesund machen, damit die Teilhabe haben, das haben wir gerade schon im Vortrag gehört. Schulprobleme, Leistungsprobleme, natürlich bei Eisenmangel und anderen Dingen natürlich auch dann Probleme,
habe ich auch manchmal, wenn jemand einen Beruf ausüben will, der eigentlich nicht passend ist für seine Erkrankung, wenn er schwer erkrankt ist. Und dann erleben wir auch immer wieder Jugendliche, die ihre Krankheit nicht akzeptieren können, die ihre Medikamente nicht nehmen wollen. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf in der Folie, die Probleme mit der Stressbewältigung haben wir gehört, Autonomieentwicklung haben wir gehört. Und das andere haben wir auch gerade gehört. Ich zeige Ihnen eine Studie, weil mir die besonders wichtig ist, von Kollegen aus Heidelberg. Die haben die Krankheitsaktivität, die Lebensqualität untersucht und die Kinder quasi untersucht und die Eltern mit denen auch gesprochen. Und zwar durch den Kinder- und Jugendpsychiater. Und die haben bei 55% auch psychiatrische Diagnosen festgestellt. Und diese Abbildung zeigt Ihnen ganz, also die Skala links zeigt Ihnen die Lebensqualität. Wenn die Lebensqualität hoch ist, dann ist die über 80%. Das ist dann der Balken oben, dieses Boxplot-Diagramm. Und wenn die Lebensqualität runtergeht, wie ganz rechts unten, dann ist sie schlecht. Und Sie sehen, wenn man jetzt die Krankheitsaktivität auf der linken Seite, die zwei Balken anguckt, wenn jemand keine Krankheitsaktivität hat, na, dann gut in Lebensqualität und meistens auch keine relevanten psychiatrischen Erkrankungen, die nehmen zu, je größer die Krankheitsaktivität ist. Und das, glaube ich, ist die Message. Wir müssen schauen, dass die Kinder gesund sind und dann geht es ihnen hoffentlich auch besser. Und wir müssen schauen, dass sie ihre Medikamente nehmen, weil wenn sie die Medikamente nicht nehmen, dann ist das natürlich assoziiert mit einem schlechten Krankheitsverlauf. Und man weiß, dass gerade Jugendliche im Vergleich zu den Kindern zwischen 8 und 11 Jahren, die noch mit 64-83% sehr gut ihre Medikamente nehmen, sehr viel schlechter sind. Das zeige ich Ihnen jetzt an dieser Folie. Oben für 5 Aminosalicylsäure und 6 Mercaptopurin in der unteren. Das Grüne ist quasi gut, 91-100% Einnahme der Medikamente. Und Sie sehen, in den bei den 8- bis 12-Jährigen ist es noch einigermaßen gut und es nimmt dann deutlich ab bei den Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren. Und das müssen wir immer im Blick haben. Wir müssen schauen, dass sie ihre Medikamente einnehmen. Und wenn man den Eindruck hat, sie nehmen es nicht, muss man fragen, was los ist. Und das sind viele Gründe, warum man sie nicht einnimmt. Da gibt es dann viele Ausreden, aber daran müssen wir arbeiten. Das ist ganz wichtig für uns. Wir müssen schauen, vielleicht die Medikamente nur einmal am Tag zu geben, Monotherapien zu machen. Wir müssen die Kinder sozusagen ermutigen, das selber zu übernehmen und so weiter und so weiter. Dabei helfen auch Schulungen der Kinder. Da gibt es Schulungskonzepte, die man anbieten kann, um das zu verbessern. Das war so ein Punkt. Und natürlich müssen wir sie auch vorbereiten, dann, dass sie in die Erwachsenenmedizin übergehen. Und da kommt das Wort Transition. Und Transition bedeutet, dass ein zielgerichteter, geplanter Übergang ist, der begleitet ist bei den Kindern von der mit ihrer chronischen Erkrankung vom Kinderarzt, der jugendzentriert ist, zu einem medizinischen Versorgungssystem der Erwachsenen. Und da wollte ich auch nur eine Arbeit zitieren, die ein Review ist von mehreren Studien. Und 11 von 23 Studien zeigen, dass tatsächlich die Lebensqualität sich bessert, Patientenzufriedenheit besser ist, Selbstwirksamkeit kommt hinzu, dass das krankheitsspezifische Wissen zunimmt durch solche Maßnahmen, die Adhärenz zur Medikamenteneinnahme, dass die Termine eingehalten werden und auch, dass die Krankheit, das Outcome, die Entzündungsaktivität besser ist. Und dazu braucht man auch eben eine strukturierte Intervention und Leute, die sich darum kümmern. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel von einer Umfrage zum Wissensstand von Patienten und Eltern über die Krankheit, und das ist das, was wir eigentlich erreichen sollten. Also, dass jemand weiß, dass CED nicht ansteckend ist, ist eigentlich für mich selbstverständlich, aber das wissen manche nicht. Aber den Stellenwert von 5-ASA und Azathioprin in der Erhaltungstherapie, Sie sehen das jetzt von oben nach unten, da war man noch bei 90% und wir landen dann da unten bei 9%. Das heißt, wenige Kinder wissen, junge Jugendliche wissen über den Stellenwert ihrer Therapie Bescheid. Und das ist ganz klar ein Fehler der Ärzte, die das nicht geschafft haben, und zu vermitteln. Krebsrisiko ist sicher in unserem Kollektiv noch nicht so wichtig, aber mit
das ist auch was, was wir natürlich transportieren sollten für die Zukunft. Und ja, das wollen wir verbessern. Wir arbeiten da jetzt an neuen Projekten, wo wir mit neuen Medien arbeiten wollen, mit Spiele, Apps und so weiter, um Wissen zu vermitteln. Ich fasse nochmal zusammen, Kinder und Jugendliche mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen brauchen unsere Aufmerksamkeit. Sie haben oft schwerere Verläufe, es beeinträchtigt ihre Ausbildung, sie haben ein hohes Krebsrisiko und es wirkt sich signifikant aus auf ihre mentale Gesundheit. Unsere Versorgung am Kiesby sollte so sein, dass alles quasi angeboten wird und das freut mich, dass wir hier so ein breites Angebot auch unseren Patienten geben können. Das kann ich an Sie zurückgeben und Fragen beantworten. Vielen Dank. Ja, Carsten, herzlichen Dank. Sehr schöne Übersicht. Eventuell könntest du jetzt deine Präsentation noch zumachen, damit wir uns alle sehen. Genau. Meine Frage ist so ein bisschen, wie stellst du dir so einen Übergang vor zwischen quasi dem Kinder- und dem Erwachsenenalter? Wie würde eine ideale Welt für dich aussehen? Wie müssten quasi Kinder übergeben werden an einen erwachsenen Gastroenterologen? Also es hat zwei Faktoren. Erstens, der Kinderarzt muss schauen, dass er mit dem Patienten auch mal in einem Gespräch allein ist, ohne die Eltern, damit er lernt, selbstständig zu sprechen, auch diese Termine selber zu organisieren und so weiter. Das sind die ersten Schritte natürlich, auch die Wissensvermittlung. Da wollen wir jetzt mit dieser Carlotta Spiele-App sozusagen Abfragen machen in der Sprechstunde, damit wir sehen, wo sind Wissenslücken, um die zu schließen. Das ist so ein wissenschaftliches Projekt. Auf der anderen Seite brauchen wir einen strukturierten Arztbericht, der für den Internisten so ist, dass das lesbar ist und alles zusammenfasst, was wichtig ist. Das bedeutet, wir müssen uns mit den Internisten absprechen, was wichtig ist und was da rein soll, damit da nichts vergessen wird. Und ich habe auch mit dem Luc Biedermann hier auch schon Kontakt aufgenommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann versuchen, auch einen gemeinsamen Termin zu finden, wo wir die Patienten übergeben, damit das gut vorbereitet ist. Das sind so die Schlüsseldinge aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, es gibt halt auch Häuser, wo das wahrscheinlich einfacher ist. Also zum Beispiel am Bremen-Spital hatten wir das so, dass es halt im gleichen Haus war und wir dann teilweise Sprechstunden auch zusammen machen konnten. Jetzt bei euch ist es ja zum Beispiel ja auch räumlich getrennt, beziehungsweise wenn du jetzt mir jemanden schicken würdest, ist es ja auch räumlich getrennt. Gibt es irgendwie dann außer diesem strukturierten Arztbericht und vielleicht einer Telefonkonferenz noch Dinge, die dir auch noch in Sinn kommen, was noch wichtig wäre? Oder siehst du da irgendwie die Rolle einer Study Nurse, die vielleicht noch irgendetwas machen könnte? Oder? Ja, ich meine, in Deutschland hat man jetzt halt dieses Berliner Transitionsprojekt und da gibt es dann jemanden, der das koordiniert und der wirklich auch guckt, dass die Termine eingehalten werden. Ich hatte jetzt auch eine Patientin, die ich übergeben habe und die hat dann ihren Termin beim Internisten nicht angenommen und dann die Kommunikation und nachzufragen und nachzuhaken und zu gucken. Das ist sehr mühsam und da wünschte man sich sehr, dass man dabei unterstützt wird durch Koordinatoren, die das vielleicht überregional anbieten, nicht jetzt für eine Klinik spezifisch. Ich glaube, das brauchen wir alle und für verschiedene chronische Erkrankungen. Das ist jetzt, glaube ich, die chronische entzündliche Darmerkrankung ist eine. Das ist nicht nur Das trifft ja so viele Erkrankungen. Gerhard, hast du noch Fragen? Sonst würde ich weitergeben. Nicht alles gut.